wenn du mit dem Herrn unterwegs bist, wenn du ein Ziel hast, eine Vision hast, die er dir gegeben hat, wo du sagst, da will ich ankommen, dann habe ich ein Wort für dich. Geh weiter. Geh weiter. Weißt du, wenn der Herr uns ein Ziel gibt und wir auf dem Weg sind, ist das Wichtigste, nicht stehen zu bleiben, sondern kontinuierlich weiterzugehen. Immer weitergehen. Geh weiter. Weißt du, es ist eigentlich auf dem Weg egal, wie das Terrain, das Gelände, der Weg, auf dem du gerade unterwegs bist, wie der sich anfühlt. Es ist eigentlich zweitrangig. Wenn du beispielsweise durch eine Phase gehst, wo du sagst, das ist ja hier alles Wüste, das ist ja Dürre, ist ja furchtbar. Oder ob du sagst, das ist gefährlich, hier ist so Geröll, das ist ein gefährlicher Weg. Ob es staubig ist oder was auch immer. Oder vielleicht mal dunkel, glitschig, irgendwas. Es ist vollkommen egal. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Bleib nicht stehen. So viele Leute bleiben stehen, schauen sich das an und sagen, ich bin nicht da, wo ich hingehöre. Das ist nicht das, was Gott mir verheißen hat. Das ist das von Volk Israel in der Wüste schon. Sie haben sich aufgemacht ins verheißene Land und dann waren sie in der Wüste. Und dann sind sie da geblieben, haben gemurrt, haben gemotzt und sind letztlich dann da auch hängen geblieben. Weil sie letztlich den Schritt nicht machen konnten in das, was Gott für sie verheißen hat. Das soll nicht für dich gelten. Deshalb bleib in Bewegung mit dem Herrn. Streck dich immer weiter nach dem Ziel aus deines Lebens. Bleib im Lauf, bleib nicht stehen. Da gibt es noch eine andere Gefahr, nämlich du kommst vielleicht auf deinem Weg an ein lauschiges Eckchen. Grüne Wiese, schöne Bäume, ein Bachlauf ist sowas von schön. Und du möchtest da lagern, einfach mal entspannen, relaxen. Das ist eine Versuchung, da sitzen zu bleiben, da hocken zu bleiben und dann auch von dem Eigentlichen, was der Herr für dich hat, beraubt zu werden. Bleib in Bewegung, geh weiter, geh weiter. Lass dich nicht stoppen, lass dich nicht aufhalten von Dingen, die schwierig scheinen, von Dingen, die schön scheinen, von Lob, von Tadel, von was auch immer. Mein Wort an dich ist, bleib in Bewegung. Geh weiter, streck dich aus nach dem, was der Herr für dein Leben hat. Lass dich nicht von irgendwas zurückhalten. Auch nicht von anderen Menschen, auch nicht von gutmeinenden anderen Menschen. Wenn der Herr dir was gesagt hat, dann ist das das, wonach du dich ausstrecken sollst. Dann ist das dein Ziel. Das ist das, wohin du unterwegs bist. Und solltest du erst dann langsamer werden oder stehen bleiben, wenn du wirklich an diesem Ziel beim Herrn angekommen bist und du weißt, ich habe es erreicht. Und solange das nicht der Fall ist, bleib in Bewegung. Geh weiter. Gott hat mehr für dich.